Als regionales Unternehmensnetzwerk ist Crafters Murtal ein wichtiger Baustein der Wirtschaft in unserer Region. Betriebe und Unternehmen können sich einerseits eben wie gesagt vernetzen, aber sie haben auch die Möglichkeit voneinander zu lernen und gemeinsame Projekte umzusetzen. Vor kurzem konnte Crafters Murtal einen Meilenstein feiern. Mit CEBERO konnte man nämlich den 100. Betrieb in der Familie von Crafters Murtal begrüßen. In Zeltweg konnte kürzlich ein neuer Mitgliedsbetrieb im Wirtschaftsnetzwerk Crafters Murtal präsentiert werden. Die Firma CEBERO Korrosionsschutz ist bereits der 100. Betrieb, der sich dem Unternehmensnetzwerk angeschlossen hat. Crafters Murtal möchte ein attraktives, wirtschaftliches und regionales Umfeld gestalten und somit auch die regionale Identität stärken. Crafters Murtal gibt es mittlerweile seit 15 Jahren. Wir haben in diesen 15 Jahren sehr viele Formate, sehr viele Projekte ins Leben gerufen und davon profitiert jeder einzelne Mitgliedsbetrieb. Herausforderungen werden gemeinsam angegangen, Stichwort Fachkräftemangel. Hier versuchen wir Projekte auf den Weg zu bringen, wo wir einen Zuzug in die Region schaffen möchten. Die Jugend, das liegt uns natürlich sehr am Herzen. Wir müssen der Jugend eine Perspektive geben für die Region, damit sie hier bleiben. Und hier gibt es schon sehr viele Projekte, wo jeder einzelne Betrieb mitwirken kann. Wir gehen in die Schulen, wir machen die Türen und Toren auf unsere Betriebe, wir zeigen die Betriebe her bei laufender Produktion, um einfach den Jugendlichen zu zeigen, wie das Wirtschaftsleben wirklich funktioniert, als Beispiel. Kann jeder Mitglied werden bei euch? Wir haben von dem her keine strikten jetzt da Regelungen, sondern man stellt einen Antrag bei Crafters Murtal, dann gibt es ein Gremium und das entscheidet dann bezüglich einer Aufnahme oder nicht. Für die Partnerunternehmen ist Crafters Murtal die Plattform für wechselseitige Inspiration, Lernen voneinander und gemeinsames Entwickeln. Mit CEBERO ist nun das modernste Strahl- und Beschichtungswerk für Stahlgittermasten in Europa Partner geworden. Wir sind tätig im schweren Korrosionsschutz. Ja, das heißt in der Mundsprache, wenn was rostet, ja, dann kommen wir und schauen, dass wir es wieder auf einen neuen Stand bringen. Sind natürlich in der hauptsächlich in der Infrastruktur tätig, das heißt Brücken, Tanks, Rohrleitungen und hier im Werk 2 speziell natürlich für Hochspannungsmassen für die Beschichtung zuständig. Super, und jetzt, wir haben ja heute schon viel gehört über die Aktivitäten von Crafters Murtal, aber was war der ausschlaggebende Beweggrund für Sie, dass Sie gesagt haben, da will ich mit dabei sein? Prinzipiell ist es so, ne, wie natürlich in aller Munde der Fachkräfte Mangel. Und das Thema war halt immer so bei uns, dass wir sagen, okay, wie können wir die Jugend ansprechen, dass nicht alle, sagen wir mal, in die Städte abwandern, wir müssen was anbieten. Ne? Und wir haben uns dann verschiedene Organisationen angeschaut, und haben wir gesehen, Crafters Murtal, da wird sehr professionell gearbeitet. Ja, wir können, sie tragen die gleiche Philosophie, was wir im Haus haben. Das heißt, wir bringen, wollen neue Technologien in unser Gewerk einbringen, mit den ganzen Sicherheitsthemen. Und da fühlen wir uns sehr wohl in diesem Thema Crafters Murtal, weil wir uns da auch wiedererkennen. Für die Region hat sich das Unternehmensnetzwerk Crafters Murtal als Initiator in Standortfragen etabliert und ist Ansprechpartner sowie Motor für regional relevante Entwicklungsprozesse.